Ja, da bin ich mal wieder der Erste, denn ich habe nichts über dieses Phänomen gefunden. Das ist das allererste Mal wahrscheinlich, dass überhaupt jemand darüber berichtet. Mein Töchterchen wollte heute auf eBay einen Lockenstab verkaufen. Wirklich innerhalb von Minuten hatte sie auch eine Anfrage. Und die seht ihr ja hier. Ja, das hat keine 5 Minuten gedauert oder keine 10 Minuten, da hatte sie schon eine Anfrage, dass das jemand kaufen möchte. Und er möchte, obwohl sie das gar nicht angefordert hat, über eBay sicher bezahlen. Über eBay sicher bezahlen. Und dafür hat er einen Link geschickt. Und den Link seht ihr da. Dieser Link kam auf folgende Seite. Auf die hier. Und mein Töchterchen wäre nicht mein Töchterchen, wenn sie nicht zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas nicht, das kann alles nicht sein. Sie hat sich eigentlich an einem Satz aufgehängt, nämlich holen Sie sich Gelder. Das hat ihr irgendwie nicht gepasst. Mir persönlich, dann kam sie zu mir. Mir persönlich sind noch mehrere Sachen eingefallen. Der Kunde steht hier nicht mit Namen. Saarlouisstraße 4 in Ensdorf. Das kann eigentlich schon mal gar nicht sein, weil der Account, von dem aus hier verhandelt werden sollte, gehört einem G.R. und der ist aus Wandsbek. Kann also schon mal nicht sein. Dann sind diese Artikel, die der G.R. hier reingesetzt hat, nagelneu. Also vom 9.1. jetzt vom Januar. Den Account gibt es aber seit 2014. Ich bin mir ziemlich sicher, dieser Account, der hier, wurde gehackt. Der hat wahrscheinlich keinen Zugriff mehr auf den Account und muss zugucken oder hat ihn vergessen. Oder der steht seit Monaten still. Ich weiß es nicht. Aktiv seit 4.7.2014. Den gibt es also schon länger. Und diese Anzeigen hier sind wahrscheinlich alles fake, um den Betrug durchzuziehen, den ich euch jetzt zeige. Denn das hier ist natürlich keine eBay-Seite. Das ist keine eBay-Seite. Das hier ist die Domain, um die es geht. Na komm schon. Das hier. Das ist die Domain sichere-bezahlung.shop. Und wenn wir uns die angucken, kommen wir auf Forbidden. Also auch noch schlecht gemacht. Ich hätte das ja persönlich so gemacht, dass die jetzt auf eBay, dass ich jetzt eine eBay-Seite gehabt hätte. Denn wenn ich hier hinklicke, steht hier Frankreich. Warum sollte eBay über einen Server in Frankreich Bezahlverkehr abwickeln? Und wenn ich die IP dann anklicke, hier, komme ich nach Polen. Ich mache das mal weg hier. Ja. Also das ist nicht eBay. Meine Tochter hat es auch nicht angefordert, dieses sichere Bezahlen. Und das hat sie gestört. Hier holen sie Gelder. Denn wenn man da draufklickt, passiert Folgendes. Warum sollte ich meine Handynummer eingeben, wenn ich Geld bekomme? Sie sollte ja 15 Euro für den Lockenstab bekommen. Wenn ich Geld bekomme, gebe ich hier doch keine Daten ein. Warte mal, ich kann mal gucken, ob man das faken kann. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, also 4, 8, 12, 16. Mal gucken, ob der das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ob der das überhaupt abfragt. Bin ich gespannt. Guck mal. Die machen sich nicht mal die Mühe, das abzufragen, ob das stimmt. Geben Sie das Bankguthaben ein, es wird ja immer besser. Ich soll jetzt praktisch angeben, wie viel ich noch auf meinem Konto habe. Ist ja wohl der Hammer, oder? Das ist ja wohl eine Frechheit. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So, und jetzt ist wahrscheinlich Schluss. Hier hört es jetzt auf. Das dreht sich jetzt wahrscheinlich tot. Ja. Also, dieses sichere-bezahl.shop ist nicht von eBay. Das sind Betrüger, die euer Geld abzocken wollen. Mehr ist es nicht. Ja, das dreht sich jetzt tot. Da passiert jetzt gar nichts mehr. Ja.
Support? No, das ist alles, das ist natürlich alles gefaked. Ja, das ist alles gefaked, da meldet sich auch keiner. Ja. Wollte ich nur mal so nebenbei, bevor ich jetzt ins Wochenende gehe. Ja, fallt nicht auf so einen Schmarrn rein. Ja, fallt nicht auf so einen Schmarrn rein. Ja, das ist alles. Ey, nur noch Betrüger unterwegs, ey. Manchmal ist es echt zum Kotzen, ne? Nur noch Betrüger.